So, hallo, ja, und willkommen zu einem weiteren Video zu der Blönk-Hardware. Die Hardware ist nämlich soweit fertig und wer jetzt auch auf der Maker World oder Maker Fair war, der konnte die auch schon in Aktion sehen. Und ja, in dem Video will ich euch mal kurz die finale Hardware zeigen und will euch dann auch zeigen, wie ihr die selber zusammenlöten könnt. Denn mittlerweile sind auch schon alle Informationen dazu auf GitHub verfügbar. Also es gibt das komplette Platinenlayout inklusive Schaltplan. Also ihr könnt euch das entweder auf einer Prototyp-Platine zusammenlöten oder ihr könnt auch die Platinen bei einem Prototyp-Platinenhersteller bestellen. Und so sieht dann das fertige Blönk zusammengelötet aus. Ich habe das im letzten Video auch schon mal gezeigt. Da ging es ja ein bisschen um die Probleme, die ich hatte. Und ja, ich gehe nochmal ganz kurz über die Hardware. Also hier ist der Microcontroller, der alles steuert. Das ist ein AT-Tiny 85. Der hat von sich aus erstmal keinen USB-Port. Aber es gibt so eine Software, die man drauf laufen lassen kann, die dann softwareseitig das USB-Protokoll implementiert. Nennt sich VUSB und die braucht dann auch nur noch eine Handvoll Bauteile, nämlich zwei 10er Dioden und zwei Widerstände, beziehungsweise drei. Und ja, dann kann dieser kleine Microcontroller auch schon USB sprechen. Und hier sind auch vier der RGB-LEDs. Das sind diese, sagen wir mal, intelligente RGB-LEDs, denn die haben einen eigenen Controller drin. Man muss den also nur die Farbe in Form eines Befehls senden. Und dann leuchten die in der Farbe, also muss ich nicht im Controller darum kümmern, wie man hier die einzelnen Farben ansteuert. Daher kommen wir hier auch mit einem ganz kleinen Mikrocontroller aus. Und ja, die nennen sich WS2812B, findet man sehr häufig in diesen LED-Leisten oder LED-Schlangen, wo man dann ja, an den Controller anschließen kann und dann auch jede einzelne LED ansteuern kann. Und ja, es sind nicht nur vier RGB-LEDs, denn auf der Rückseite sind nochmal vier verbaut. Also insgesamt könnt ihr mit dem Blönk bis zu 8 RGB-LEDs nutzen. Und da seid ihr auch frei, wie ihr die nutzen wollt. Also ihr könnt sagen, okay, ich will zum Beispiel nur hier oben 4 einlöten, da unten gar keine. Oder ihr könnt sagen, ich will hier 2 haben, auf der Rückseite dann auch nochmal 2 auf der Seite. Dann kann man zum Beispiel Blönk oben auf dem Monitor montieren. Dann strahlt das nur an einer Seite runter, beziehungsweise da oben leuchten nochmal 1 bis 2 LEDs, so dass man selber sieht, was da hinten leuchtet. Und ja, damit man das flexibel konfigurieren kann, sind hier so kleine Lötjumper angebracht. Also da ist so eine durchgestrichene Glühlampe. Wenn ihr die überbrückt, dann sagt ihr Blönk damit, dass es diese LED nicht gibt. Beziehungsweise, ja, ihr sagt der Hardware, dass es die nicht gibt. Denn im Grunde macht dieser Jumper nichts anderes, als den Datenbus an dieser Stelle zu überbrücken. Ihr müsst dann später auch nochmal mit einer speziellen Konfigurationssoftware dem Blönk mitteilen, wie viele LEDs wirklich verbaut sind. Und wenn ihr dann das Blönk wieder an den Computer anschließt, dann teilt Blönk der Software mit, wie viele LEDs drauf sind. Da hinten seht ihr noch den In-System Programmer. Also da könnt ihr euren AT-Tiny Prozessor programmieren mit so einem ganz normalen Atmel Programmer. Und der Rest, ja, das sind noch ein paar Kondensatoren, für jede LED einer. Und hier ist auch nochmal ein größerer Kondensator, um so die Versorgungsspannung ein bisschen zu stabilisieren. Was noch zu erwähnen wäre, ist, dass wenn ihr hier 8 LEDs verbaut, solltet ihr darauf achten, dass die Platine genügend, sagen wir mal, Frischluft bekommt. Also wenn man das dann in Gehäuse einbaut, kann es sein, dass sich das überhitzt, da die LEDs genau gegenüberliegend liegen. Also das wäre auch was, was ich vielleicht in der zukünftigen Version verbessern werde. Ja, aber wenn ihr da irgendwie Lüftungsschlitze anbringt, dann dürfte das ohne Probleme funktionieren. In dem Video will ich auch mal so eine Platine bestücken, euch mal zeigen, wie ihr die selber zusammenlöten könnt. Dafür habe ich jetzt hier natürlich die Platine, habe mir noch hier den Schaltplan bereitgelegt. Außerdem habe ich jetzt hier noch ein bisschen Flussmittel, sehr wichtig zum SMD-Löten, Entlötlitze, SMD-Lötzinn, also dünnes Lötzinn, mit 0,56 mm und natürlich einen Lötkolben. Und wie ihr seht, kommen wir hier mit relativ wenig Bauteilen aus. Also Blönk eignet sich auch sehr gut, um so ein bisschen SMD-Löten zu üben. Ich weiß nicht, wie gut es für super, super, super frühe Anfänger geeignet ist,
Aber ja, ich sehe jetzt nichts, was da wirklich schwierig ist. Das Einzige, was so ein bisschen abschreckt, sind die Widerstände bzw. die Kondensatoren. Denn die sind im 0603 Gehäuse. Bei so Anfängerbausätzen, da findet man meistens 0805er oder noch größere Bauteile. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die lassen sich ohne Probleme einlöten. Was auch noch ein bisschen schwierig ist, sind die LEDs, denn die haben die größte Fläche der Pads an ihrer Unterseite. Also man muss sich ein bisschen drauf verlassen, dass das Lötzinn unter das Bauteil fließt. Ich zeige euch das auch gleich, wie ich das mache. Und auch der Stecker ist es nicht super einfach, denn auch hier sind die Pins hier ein bisschen schwer zu erreichen. Aber alles kein großes Problem. Und da die Pins der USB-Buchse, wie gesagt, ein bisschen schwierig zu erreichen sind, fange ich auch mit der als erstes an, weil da muss ich ein bisschen schräg mit dem Lötkolben rein und wenn da noch Bauteile sind, sind die im Weg. Also ich platziere jetzt hier erstmal die Buchse auf der Platine und da seht ihr die Pins. Dann reinige ich mal meinen Lötkolben vor, dass ich hier gleich schnell rangehen kann. Denn was ein bisschen blöd ist, ist, ich habe hier Flussmittel, was sehr flüssig ist und sehr schnell verdampft. Und ja, da muss ich ein bisschen schnell arbeiten. Also wenn ihr euch Flussmittel holt, holt euch eher gelförmiges Flussmittel. Da habt ihr mehr Spaß damit. Aber da das nicht unbedingt günstig war, will ich das erstmal verbrauchen, bevor ich mir neues hole. Also quäle ich mich hier nochmal eine Weile, bis ich mir neues kaufen kann. Also da kommt jetzt ein bisschen Flussmittel hin. Das bewirkt zum einen, dass die Pins hier deoxidiert werden und das Lötzinn, das fließt dann auch viel leichter unter die Pins. Ja, weil hier komme ich auch nicht hundertprozentig an die Pins. Daher muss ich mich darauf verlassen, dass das Metall so ein bisschen das Lötzinn unter die Pins zieht. Sagen wir es mal so. Also, dann nehme ich jetzt hier meinen Lötkolben und verzinne die Spitze. Und ja, gehe da jetzt einfach mal ran. Und ja, ich nehme lieber ein bisschen zu viel Lötzinn als zu wenig. Wenn es da jetzt irgendwelche Lötbrücken gibt, dann kann ich die später immer noch mit Entlötlitze entfernen. Ja, und da ist auch schon die erste Lötbrücke dort und ich gehe lieber nochmal hin. Weil die Pins, die waren jetzt auch nicht super bündig mit der Platine. Und ja, wie gesagt, wenn es nicht hundertprozentig passt, kann man immer noch ein bisschen Entlötlitze nehmen. Und dann die Lötbrücken entfernen. Also. Zum SMD-Löten ist das eigentlich auf jeden Fall notwendig, denn ihr werdet Lötbrücken bekommen. So, jetzt schauen wir mal, ob ich alle Lötbrücken entfernt habe. Ne, da hinten ist noch eine. Also schaue ich nochmal, dass ich die letzte Lötbrücke hier entferne, beziehungsweise ich kann auch nochmal ein bisschen Flussmittel drauf machen. So. Und ja, dann gehe ich hier nochmal ran, damit das sich besser entfernen lässt. Und dann gehe ich hier mit der Entlötlitze hin und ich schaue mir das Ganze jetzt nochmal nah an. Ah, jetzt habe ich zu viel entfernt. Ach ja, der berühmt-berüchtigte Vorführeffekt. So. Also ich habe es jetzt für keine Blönk-Platine so lange am Stecker rumgemacht, aber ja, ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man was zeigen will, dann klappt es am schlechtesten. So, also jetzt nochmal Entlötlitze und so, die Buchse ist angelötet, beziehungsweise die elektrische Verbindung ist angelötet. Jetzt kommen hier noch diese Füße dran, damit die auch mechanisch gut hält. Wenn man das Ganze jetzt mit Heißluft lötet, dann kann man das alles auf einmal machen. Aber wenn ich jetzt hier die Füßchen zuerst anlöte, dann kann es sein, dass ich dabei das Ganze ein bisschen verschiebe und dann passen hier die Pins nicht mehr, also stimmen nicht mehr mit dem Board überein. Daher mache ich die, wenn ich es von Hand löte, eigentlich meistens zuerst. Und dann kann ich immer noch ein bisschen ausrichten und dann löte ich die Füßchen hier an. So. So, schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier den Kondensator C10. Der ist sehr nah am Mikroprozessor, also den müssen wir auf jeden Fall vor dem Mikroprozessor einlöten, weil da kommen wir nachher nicht mehr mit dem Lötkolben hin. Daher würde ich jetzt sagen, fangen wir mal mit den Kondensatoren an. Also da können wir jetzt auch gleich die anderen einlöten und dann machen wir den Mikrocontroller zum Schluss. Denn es sind jetzt auch keine anderen Bauteile im Weg, die uns daran hindern, den einzulöten.
Beziehungsweise, ja gut, die Diode, die ist ein bisschen im Weg. Also ich glaube, die machen wir zum Schluss. Um jetzt diese ganzen 0603 und 0805er Widerstände und Kondensatoren einzulöten, verzinne ich bei jedem dieser Bauteile schon mal eins der Pads. Also packe ich ein bisschen Lötzinn drauf. So. So. Welche Seite ihr da macht, ist völlig egal. Und da ist noch einer. Und die Dioden kann ich eigentlich auch schon mal verzinnen. So, und dann reinige ich nochmal meinen Lötkolben und jetzt lädt man die Bauteile ein. So, jetzt fangen wir am besten mal mit diesem großen hier an. Das ist der C9. Das ist einer im 0805er Gehäuse. Der ist ein bisschen größer, da er eine relativ hohe Kapazität hat. Normalerweise hat man früher nur Elektrolytkondensatoren in der Größe bekommen, aber es gibt immer mehr Keramikkondensatoren mit höheren Kapazitäten. Ja. Und da habe ich den gefunden. Und ja, der spart dann mal ein bisschen Platz. Und die Keramikkondensatoren sind auch ein bisschen langlebiger im Vergleich zu den Elektrolytkondensatoren. So. Also, ich nehme jetzt meinen Kondensator und halte den hier an das bereits verzinnte Pad. Schmelze nochmal das Lötzinn. Und dann kann ich den hier platzieren. Und dann nehme ich wieder ein bisschen Lötzinn und löte das andere Pad an. Hier muss man darauf achten, dass man entweder frisches Lötzinn zuführt, weil da Flussmittel drin ist, oder man trägt nochmal ein bisschen Flussmittel auf. Und ja, das ist dann besonders wichtig, dass man dünnes Lötzinn hat, sonst bekommt man zu viel Lötzinn. Und dann sehen die Lötpunkte ein bisschen hässlich aus. Also im besten Fall sehen sie hässlich aus, im schlimmsten Fall gibt es keinen gescheiten Kontakt. Ja, wie gesagt, also immer noch ein bisschen Flussmittel aufbringen, indem man entweder welches manuell aufbringt oder indem man neues Lötzinn hier hinhält. So, also das sieht ja schon ganz passabel aus. Wird auf jeden Fall funktionieren, sagen wir es mal so. Und jetzt machen wir das Ganze mit den 0603er Bauteilen. Das sind zum einen hier diese Kondensatoren, diese Widerstände. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Und die Kondensatoren, die sind 100 Nanofarad. Da ist für jede LED einer da. Und ja, wir werden jetzt hier nur 4 LEDs einlöten. Daher habe ich nur 4 Kondensatoren. Wenn ihr mehr einlötet, braucht ihr mehr. Wenn ihr weniger einlötet, entsprechend weniger. Also die müsst ihr auch auf der Rückseite einlöten. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr hier LEDs auflöten wollt, macht das zum Schluss. Denn wenn ihr dann hier unten Bauteile habt und ihr noch was oben machen müsst, dann liegt das nicht mehr gut auf. Es sei denn, ihr habt wirklich irgendwie eine dritte Hand, wo ihr das einspannen könnt. Dann ist es eigentlich egal, was ihr zuerst lötet. Dann nehme ich jetzt hier wieder mit meiner Pinzette einen Kondensator. Und da eignen sich diese gebogenen Pinzetten mit einer ganz spitzen Spitze sehr gut. Bekommt man für ein paar Euro. Und würde ich auf jeden Fall empfehlen, solche zu holen. So. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich die hier am besten halte. Ich habe jetzt hier auch gerade mal ein bisschen eine ungewohnte Löthaltung. Denn ich habe noch nie wirklich gefilmt, als ich gelötet habe. Ich muss mal ausprobieren, wie das jetzt hier funktioniert. Ob ich da in Zukunft ein bisschen mehr zeigen kann. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen blöd hier. Weil ich muss ein bisschen weit weg sitzen. Weil hier rechts jetzt wieder gegengestoßen, so ein Stativfuß im Weg ist. Aber ja gut, scheint dann doch mehr oder weniger zu funktionieren. So, jetzt habe ich hier wieder den einen Lötpunkt aufgeschmolzen. Und löte den anderen jetzt nachträglich an. So. Und das Ganze setze ich jetzt mit den anderen fort. Mal schauen, ich zeige euch jetzt nochmal einen. Und dann werde ich das Ganze mit der Magie des Videoschnitts ein bisschen vorspulen, dass ihr das nicht alles langweilig beobachten müsst. So. Aufschmelzen. Hält. Nochmal kurz kontrollieren, ob der auch richtig sitzt. Und dann das andere Pad anlöten. So. Und ja, wie gesagt, um euch das Warten zu ersparen, schneide ich jetzt einfach mal kurz. Zack. Die Kondensatoren und Widerstände sind jetzt alle eingelötet. Ne, beziehungsweise ich habe da oben noch mal einen Kondensator vergessen. Welcher ist denn das? Das müsste, lasst mich mal kurz auf den Schaltplan schauen. C10. Das ist auch ein 100 Nano Farad. Da habe ich wohl einen zu wenig bereitgelegt. Einen Moment.
Und hier habe ich nochmal ein paar Ersatz, 100 Nanofarad-Kondensatoren. Also ist immer gut, wenn man ein bisschen mehr bestellt, als man braucht. Und ja, dann löte ich den jetzt auch noch ein. Und das ist wie gehabt, also Bauteil an das bereits verzinnte Pad halten. So. Und dann die andere Seite auch noch einlöten. Und ich sehe gerade, okay, bei den Widerständen, da habe ich auch noch einen vergessen. Und schauen wir mal, was das für einer war. R4, das dürfte ein 10 Kilo Ohm sein. Ja, das ist ein 10 Kilo Ohm. Muss ich mal schauen, wo ich den habe. Da hatte ich zum Glück auch noch mal einen auf Vorrat. Und den packe ich jetzt auch mal aus. So. Und dann löten wir den da hinten ein. So, das ist der Pull-Up-Widerstand für den Reset-Eingang vom Microcontroller. Der wird beim Programmieren dann benutzt, um den Prozessor zu resetten. Daher ist er auch hier beim Programmiersockel. So. Und dann auch wieder vollständig einlöten. Als nächstes kommen wir hier zum Microcontroller und da müsst ihr jetzt als erstes mal schauen, wie rum ihr den einlötet. Also ihr seht schon, hier oben auf dem Microcontroller ist so ein kleiner Punkt und der ist auch in Form von so einem kleinen Sternchen auf der Platine. Also der kommt dann so rum rein, dass sich beide Punkte decken. So. Und was ich da jetzt als erstes machen werde, ist, ich werde den fixieren. Dazu verzinne ich ein Pin bzw. ein Pad hier vor. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Und dann nehme ich meinen Microcontroller und mache das im Endeffekt wie bei den ganzen Widerständen. Ich halte den hier drauf und löte den erstmal an einem Pad an. So, schön gerade halten. Schauen, dass rechts und links ungefähr gleich viel Abstand ist. Und dann ist der fürs erste Mal fixiert. Und je nachdem, wie groß die Pins sind, also wie genau der sitzen muss, ist es bei manchen Bauteilen auch hilfreich, wenn ihr dann erstmal hier die andere Seite auch noch fixiert. Und dann könnt ihr damit beginnen, den fertig einzulöten. Dazu nehmt ihr jetzt hier genügend Flussmittel und bringt das mal auf der einen Seite auf. Und dann könnt ihr die einzelnen Pins anlöten, indem ihr einfach den Lötkolben verzinnt und dann geht ihr an den Pin ran und zieht so nach außen weg. Oder ihr macht das auf die andere Weise, die allerdings ja eher bei kleineren Pinabständen wirklich hilfreich ist. Und ihr nehmt einfach euren Lötkolben, bringt Lötzinn auf und dann macht ihr was, was sich Track Soldering nennt. Also ihr zieht einfach den Lötkolben über die Pins. Ein bisschen Flussmittel drauf und dann ziehe ich den verzinnten Lötkolben hier drüber. So, und der Chip ist eingelötet. Tada! Und wie gesagt, als letztes kommen jetzt die Dioden hier dran, beziehungsweise als zweitletztes, als allerletztes werden wir die LEDs einlöten. Und da müsst ihr jetzt auch wieder drauf achten, dass ihr die richtig rum einlötet, denn Dioden haben eine Polarität und die ist meistens durch eine Linie gekennzeichnet. Bei den Dioden hier ist eine blaue Linie drauf und ihr seht, auf der Leiterplatte ist ebenfalls eine Linie. Also hier ist eine links und da ist eine rechts. Und ihr müsst dann die Diode so rum einlöten, dass sie mit der Linie übereinstimmt. So, und jetzt schaue ich mal, muss ich ein bisschen steil rangehen. Ich hoffe, ihr seht das auch gerade noch. So, ja, jetzt ist er drin. Passt bei Dioden halt drauf auf, dass ihr nicht zu lang dran bleibt. Die sind etwas hitzeempfindlich. So. Jetzt kommt die andere dran. Die wird hier eingelötet. Und dann mache ich das wie bei den anderen Bauteilen auch. Erst verzinnen, dann fixieren und dann die andere Seite löten. So. Und da bin ich jetzt ein bisschen weit auf die eine Seite gerutscht. Ihr seht schon, das Pad, das ist jetzt vollständig unter der Diode. Ich glaube, ich platziere die nochmal neu. Ihr könntet das zwar auch mit viel Flussmittel
anlöten, aber ja, da will ich jetzt mal auf Nummer sicher gehen. Kurz warten, bis die wieder abgekühlt hat und dann löte ich die nochmal hier so ein. Ah! Also nochmal kurz warten. Einlöten. So. Und dann kann ich die andere Seite ohne Probleme anlöten. Und die Dioden sind drin. Der Prozessor wäre jetzt auch so schon mal funktionsfähig. Ihr könntet also schon mal die Firmware drauf spielen, um das Ganze auszuprobieren, ob ihr richtig gelötet habt. Beziehungsweise dazu müsstet ihr auch noch den Programmierstecker hier einlöten. Aber wenn ihr das macht, habt ihr ein Problem, denn wenn ihr unten dann die Lötpunkte habt, liegt das Ganze nicht mehr gerade auf und ihr habt wieder Probleme, die Bauteile einzulöten. Daher machen wir jetzt erstmal noch die LEDs und dann den Programmierstecker und dann laden wir die Firmware drauf. So, also packe jetzt hier die LEDs aus und auch die LEDs, die haben eine Polarität. Und ihr seht, an jeder LED gibt es eine Ecke, die so ein bisschen abgeflacht ist. Und auf der Platine ist so ein kleiner Punkt an irgendeiner Ecke von den LEDs. Und ihr müsst dann halt die LED so drauf platzieren, dass die abgeflachte Ecke mit dem Punkt übereinstimmt. Und auch bei den LEDs machen wir es wie bei anderen Bauteilen. Wir verzinnen ein Pad vor. So, achtet darauf, dass ihr nicht allzu dick das Lötzinn aufbringt. Dann könnt ihr die LEDs nachher leichter platzieren. Denn da kommt es schon ein bisschen drauf an, dass die gerade drin sitzen, da das ja nach oben leuchten soll und nicht irgendwie schräg zur Seite. So, jetzt nehmen wir mal diese hier. Da ist die abgeflachte Ecke unten rechts. Schauen wir mal, ob das auch mit der Platine übereinstimmt. Ja, das passt. Und jetzt halte ich die LED auf die Platine. Und da muss ich ja schon mal noch darauf achten, dass ich die recht weit oben greife, dass ich die auch vollständig auf die Platine drücken kann mit der Pinzette hier. Beziehungsweise ich kann die Pinzette auch so rumnehmen. So. Und dann löte ich jetzt das eine Pad hier an. Und da die LEDs ein Plastikgehäuse haben, müsst ihr da ein bisschen vorsichtig sein, dass sie das nicht schmelzt. Und ich sehe jetzt hier auch gerade, dass die nicht hundertprozentig aufsitzt. Daher werde ich die nochmal auf die Platine drücken und den Lötpunkt schmelzen. So. Und jetzt sitzt die wirklich gerade. Und was ich jetzt mache, ist mit viel Flussmittel das Lötzinn dazu bringen, unter das Bauteil zu fließen. Also Flussmittel drauf. Wenn ihr jetzt gelförmiges Flussmittel habt, könnt ihr das auch schon vorher auftragen, bevor ihr die LED auf die Platine setzt. Beziehungsweise ihr solltet das auch machen. Aber wie gesagt, mit diesem flüchtigen Flussmittel mache ich das lieber später. Und dann gehe ich hier ran und löte Pin für Pin an. Immer schön schauen, dass das Lötzinn drunter fließt. Das kann man dann meistens schon sehen. Also wenn es so ein bisschen reingezogen wird, das sieht man. Also wenn sich außen irgendwie ein Ball bildet, dann hat das noch nicht richtig gehaftet. Aber ihr seht dann mit ein bisschen Übung schon, wenn das Lötzinn drunter geflossen ist. So, nochmal ein bisschen Flussmittel drauf. Und dann löte ich das Beinchen hier an. So. Da haben wir jetzt so ein bisschen eine Ballbildung, aber das sieht okay aus. Und auch das erste, das löte ich nochmal kurz nach, weil das sieht ein bisschen komisch aus. So, und die erste LED ist angelötet. Und jetzt mache ich dasselbe mit den anderen drei. Und wenn ihr dann alle LEDs, die ihr benutzen wollt, eingelötet habt, dann müsst ihr nur noch alle anderen überbrücken. Wie gesagt, dafür gibt es diese Jumper. Und dann schaut ihr einfach, wo keine LED drin ist und überbrückt den entsprechenden Jumper. Also mit viel Lötzinn. So, bis beide Flächen überbrückt sind. Und als allerletztes kommt jetzt der Stecker für den Programmierport rein, damit wir unsere Firmware draufladen können. So, den drücke ich jetzt mal hier mit Hilfe des Tisches in die Löcher und fixiere den mal. Also, ob der jetzt hundertprozentig gerade drin steckt, ist eigentlich egal, denn ich nehme das Ganze jetzt hier
fass die Pins an, die ich gerade nicht löte, drücke den nochmal ans Board und schmelze das nochmal auf. Und so kann ich jetzt sicherstellen, dass der auch wirklich gerade drin ist. Und jetzt löte ich die restlichen Pins. So, kurz Lötkolben reinigen. Na, so jetzt. Und dann löte ich die hier ein. So. So, jetzt ist der Programmierstecker drin und wie ihr seht, die Platine sieht jetzt noch ein bisschen hässlich aus. Also überall sind so Flecken vom Flussmittel. Daher werde ich die jetzt erstmal, bevor ich irgendwas damit mache, mit Isopropylalkohol reinigen. Müsste ich jetzt zwar nicht machen, weil das sogenanntes No-Clean-Flussmittel ist, also das muss man nicht wegputzen, aber es sieht einfach besser aus, wenn ich das mache. Daher wartet mal kurz einen Augenblick. Und tada! Dank der Magie des Videoschnitts könnt ihr jetzt die fertig gereinigte Platine sehen. Wie gesagt, ich habe jetzt Isopropylalkohol genommen, habe im Endeffekt ein bisschen Alkohol drauf geschüttet, habe es dann mit einer Zahnbürste schön gereinigt. Ihr könnt dafür auch einen Pinsel nehmen, aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass eine schön weiche Zahnbürste da auch super funktioniert. Und dann habe ich die ganzen Reste mit einem Tuch entfernt und der restliche Alkohol verdunstet dann. Und jetzt bin ich eigentlich soweit und kann Blönk in Betrieb nehmen. Ich muss jetzt nur noch die Firmware draufladen. Dazu nehme ich einen ganz normalen Atmel-Programmer, den ich hier auf den Programmierport stecke. Und wenn ihr da jetzt noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die unten in den Kommentarbereich. Dasselbe gilt auch für An- und Abregungen. Abregungen auch. Und ansonsten freue ich mich auch immer über einen Daumen nach oben. Beziehungsweise auch einen Daumen nach unten, wenn es wieder nicht so gut war. Schreibt dann halt in den Kommentarbereich, was nicht gut war. Nur so kann ich mich auch verbessern. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!